Grüß dich. Wir haben auf diesem Kanal schon häufiger das Thema leidensgerechte Beschäftigung angesprochen. Das heißt, wenn du aus gesundheitlichen Gründen deinen Arbeitsplatz, deine Arbeit nicht mehr ausführen kannst, dann hast du gegebenenfalls einen Anspruch auf leidensgerechte Beschäftigung gegenüber deinem Arbeitgeber. Das heißt, der Arbeitgeber muss dich dann gegebenenfalls auch auf einem anderen Arbeitsplatz einsetzen, soweit du das gesundheitlich machen kannst und der neue Arbeitsplatz, diese neue Tätigkeit auch deinen Fähigkeiten und Kenntnissen entspricht, du also entsprechend qualifiziert bist. Wenn du jetzt diesen Anspruch geltend gemacht hast und der Arbeitgeber verweigert dir die leidensgerechte Beschäftigung, dann hast du gegebenenfalls gegenüber dem Arbeitgeber auch einen Anspruch auf Schadensersatz. Dafür ist es erforderlich, dass du den Anspruch auf leidensgerechte Beschäftigung erstmal konkret geltend gemacht hast. Es reicht also nicht aus, dass du einfach sagst, Arbeitgeber, ich bin krank, such mir eine leidensgerechte Beschäftigung. Dafür ist in der Regel das BEM da, das betriebliche Eingliederungsmanagement, aber mal losgelöst vom BEM, der Arbeitnehmer ist in der Darlegungs- und Beweislast. Der muss schauen, wo gibt es tatsächlich Arbeitsplätze, die frei sind oder die vielleicht besetzt sind von anderen Mitarbeitern, die dann durch Versetzung dieses Mitarbeiters freigemacht werden müssen und wo dann du entsprechend beschäftigt werden kannst. Das heißt, du musst zum Arbeitgeber hingehen, musst sagen, in der Abteilung X beschäftige mich als Y und zwar ab sofort, weil ich kann das machen mit meinen Fähigkeiten und Kenntnissen und auch mein Gesundheitszustand lässt das zu. Und wenn der Arbeitgeber das dann verweigert, er dich aber eigentlich dort einsetzen müsste, dann hast du diesen Anspruch auf Schadensersatz. Jetzt stellt sich die Frage, wie hoch ist dieser Anspruch auf Schadensersatz? Da kommt es darauf an, wie hoch dein Schaden ist. Wenn du Arbeitslosengeld schon beziehst, weil dein Krankengeld schon ausgelaufen ist, oder du beziehst noch Krankengeld, dann ist das regelmäßig die Differenz zwischen deiner regulären Vergütung, die du erzielen würdest, wenn du jetzt nicht krank wärst, also ohne dass du jetzt Leistungen, Krankengeld oder Arbeitslosengeld beziehen würdest. Wenn du schon gar keine Leistungen mehr beziehst, dann kann das sogar dein voller Gehaltsanspruch sein. Der wäre ja dann dein Schaden, sodass du dann entsprechend diesen Gehaltsanspruch möglicherweise sogar in voller Höhe geltend machen kannst. Wie hoch der konkrete Schaden ist, muss man aber am Einzelfall anschauen. Möglicherweise muss man sich da als Arbeitnehmer auch was anrechnen lassen noch, aber das muss man sich im Einzelfall angucken. Das heißt, gerade wenn du gar keine Leistungen mehr beziehst oder auch wenn du Krankengeld oder Arbeitslosengeld beziehst, da läuft dann schon ein gewichtiger Betrag an über mehrere Monate. Deshalb ist dieser Schadenersatzanspruch auch so gut geeignet, den Arbeitgeber weiter unter Druck zu setzen, und deshalb ist der Anspruch auch geeignet, um deine Ziele entsprechend durchzusetzen. Also entweder möchtest du dort wirklich weiterarbeiten und der Arbeitgeber setzt sich dann ernsthafter damit auseinander, wenn du auch diesen Schadenersatzanspruch geltend machst. Aber die meisten Leute wollen natürlich eher das Arbeitsverhältnis gegen Zahlung einer Abfindung verlassen, wenn sie schon so lange krank sind. Und dieser Schadenersatzanspruch, der hilft dabei natürlich auch mit, da er den Druck weiter erhöht auf den Arbeitgeber. Weil nehmen wir mal an, ein Gericht stellt dann am Ende wirklich fest, dass er dich hätte leidensgerecht beschäftigen müssen und seitdem sind jetzt schon 1,5 Jahre vergangen, dann zahlt der Arbeitgeber nachträglich eben für diese 1,5 Jahre entsprechend auch diesen Schadenersatz noch, und das möchte er in der Regel vermeiden, sodass er dann in der Regel auch dir vielleicht ein verbessertes Angebot für einen Aufhebungsvertrag unterbreiten würde, wie wenn du diesen Anspruch nicht geltend gemacht hättest. Übrigens an der Stelle sei nochmal erwähnt, dass der Arbeitsplatz, auf dem du beschäftigt werden kannst, nicht unbedingt ein freier Arbeitsplatz sein muss. Es kann auch sein, dass ein Arbeitnehmer, der da schon drauf sitzt, entsprechend versetzt werden muss, damit der gesundheitlich eingeschränkte Arbeitnehmer dann dort beschäftigt werden kann. Aber die Voraussetzungen dafür sind kompliziert und auch in der Rechtsprechung nicht so sonderlich geklärt, sodass man da jetzt nicht 100% Erfolgsgarantien aussprechen kann. Aber der Anspruch ist zumindest geeignet, Druck auszuüben auf den Arbeitgeber. Fazit: Wenn du lange Zeit schon krank bist und du die Möglichkeit dieser leidensgerechten Beschäftigung hast in deinem Betrieb, also wenn da jetzt nicht nur 8 oder 15 Mitarbeiter beschäftigt sind, da wird es natürlich regelmäßig schwer, aber wenn da mehr Leute beschäftigt sind und du auch die Möglichkeit hast, diesen Anspruch geltend zu machen, du also auch wirklich einen Arbeitsplatz konkret im Kopf hast, der da deinen Fähigkeiten und Kenntnissen und deinem Gesundheitszustand entsprechen könnte, dann hast du durch diese Geltendmachung der leidensgerechten Beschäftigung und auch durch die Geltendmachung des Schadenersatzanspruchs noch mehr die Möglichkeit, weiter Druck aufzubauen auf den Arbeitgeber und dein Ziel zu erreichen, entweder dort wirklich weiterarbeiten zu können oder eben deine Position in einem Abfindungspoker zu verbessern.
Wenn du dabei Unterstützung brauchst, nimm gerne Kontakt auf. Die Kontaktdaten findest du im Profil. Und ansonsten sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao.